Gerade in den letzten Wochen ist von der Menschenwürde immer wieder ganz groß die Rede. Also nie war so viel die Rede von Menschenwürde wie in den letzten Monaten. So zumindest das Gefühl des ein oder anderen. Bei Hartz IV nimmt man es damit allerdings weniger genau. Hier kann auf Null gekürzt werden, wenn das Amt der Meinung ist, dass der entsprechende Hartz IV-Empfänger nicht gut genug mitarbeitet. Und Null meint tatsächlich Null. Also hier wird nicht nur der Hartz IV-Betrag gekürzt, also das Taschengeld, wenn man so möchte, sondern obendrein auch noch die Wohnung. Also da die ja im Grunde genommen keine Ersparnisse haben dürfen, wird's dann da eng. Wenn dann da 3 Monate nichts kommt, selbst jemand, der gut gespart hat, wird das nicht ausgleichen können. Das ist nicht so bekannt. Und was noch viel weniger bekannt ist, hier wird dann von Befürwortern immer gern eingeworfen, ja, aber sie bekommen doch Lebensmittelgutscheine. Nein, das ist falsch. Also erstens mal bringen dir die Lebensmittelgutscheine nur sehr bedingt was, wenn deine Miete nicht gezahlt ist und du aus der Wohnung fliegst, also du obdachlos wirst. Und zweitens steht da, wie so gerne in Gesetzen, etwas sehr Schwammiges drin. Da steht nicht drin, dass sie ein Recht auf Lebensmittelgutscheine haben, sondern da steht drin, dass sie das Recht haben, welche zu beantragen. Dem muss aber nicht standgegeben werden. Also wir sind da wieder in der Willkür. So steht das da ja drin. Man kann ihnen was geben, muss aber nicht. Und kann ist juristisch im Grunde genommen gleichbedeutend mit gar nichts. Weil können tun sie immer. Also ich könnte jetzt auch kurz eine Arbeitslosenversicherung gründen, die jedem, der da Mitglied ist, 20.000 Euro im Monat zahlt, allerdings auf einer Kann-Basis. Was dann in der Realität rauskommt, können Sie sich in etwa vorstellen. Also es gibt tatsächlich 0,0. Die Miete wird nicht mehr bezahlt und das Essen nicht. Und das im Zweifel sogar im Winter. Also mag an mir liegen, aber so wahnsinnig nach Würde des Menschen ist unantastbar, klingt das jetzt nicht unbedingt. Spannend dabei ist, dieser Fall wird demnächst auch vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden, inwiefern solche Kürzungen denn nun rechtmäßig sind. Und es steht zu vermuten, dass es dabei bleiben wird. Der Gesetzgeber rechtfertigt sich damit, dass es Sanktionsmöglichkeiten geben muss. Was man ein Stück weit durchaus nachvollziehen kann. Aber warum müssen es gleich 100% sein? Und sogar noch die Wohnung gleich mit? Der Staat geht ja davon aus, dass Hartz IV gerade das ist, womit man überleben kann. Dann ist es ja durchaus naheliegend, dass man sagt, eine maximal 50% Kürzung ist ja schon einschneidend genug, wenn man vermeintlich mit dem Doppelten gerade so über die Runden kommt. Und die Miete sowieso. Also ich persönlich bin der Meinung, man sollte da auf 50% gehen, aber zumindestens bei Miete und vielleicht noch 30%, damit wenigstens wirklich Wasser und Brot sozusagen gewährleistet ist. Das sollte schon drin sein. Und man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also wenn man das mal mit anderen Sachen vergleicht, selbst verurteilten Schwerstverbrechern wird nicht das Dach über dem Kopf und die Nahrung entzogen. Ganz egal, wie sie sich aufführen. Wie in aller Welt soll man es denn da logisch rechtfertigen, dass man jemand anderem genau das antut, nur weil er einen Termin verpasst hat oder sich geweigert hat, eine Arbeit anzunehmen? Das steht ja in keinerlei Verhältnis, Freunde. Und das muss euch ein Liberaler sagen, der sonst relativ wenig mit Sozialleistungen hat.